You for my dear brother in Christ, Stuart. I pray that you would anoint him with your spirit. Lord, thank you for the opportunity for us to look at some challenging and difficult issues that relate to how we respond. Lord, give us open hearts, open minds for the way that you would speak to us. Lord, where we need to change, where we need to repent, where we need to set our face towards you, help us to make those difficult decisions. In Jesus' name, amen. Well, good evening. Guten Abend. I understand yesterday was a bit of a challenging day for some of you. Gestern war angeblich eine Herausforderung für einige von euch. How many of you enjoyed it? Wie viele von euch haben es genossen? How many of you were challenged? Wie viele von euch wurden herausgefordert? How many of you felt there were questions you've never actually thought about until yesterday? Wie viele von euch wurden Fragen gestellt, über die ihr noch nie nachgedacht habt? Well, we realize how challenging this is, and so tonight we want to try and help you a little bit. Wir wissen, wie herausfordernd das ist und wollen euch heute Abend gerne ein bisschen helfen. Now I had to say, when they sent me the theme "Lie or Die," that's an unusual message for a Christian to be given. Als ich das Thema bekommen habe, Lüg oder Stirb, habe ich gedacht, das ist ein ungewöhnliches Thema für einen Christen. It just so happens I've had some experience in this area. Ich habe auf diesem Gebiet zufällig ein paar Erfahrungen. And it's a difficult one. Und das ist schwierig. So what I'm asking you tonight is this. Ich möchte euch heute Abend um Folgendes bitten. I am not suggesting to give you the definitive word on this question. Und ich werde euch da keine definitiven Antworten geben. What I want and ask you to do, was ich möchte und worum ich euch bitte, is to take these questions very seriously. Ist, dass ihr diese Fragen ernst nehmt. And to be willing to do your homework. Und bereit seid, eure Hausaufgaben zu machen. And to study some of these passages that will be given to you tonight. Und manche von diesen Passagen, die wir heute Abend anschauen wollen, zu studieren. Let's turn to Jeremiah chapter 38. Lass uns mal Jeremia Kapitel 38 aufschlagen. Now, in your own time, you should read the whole chapter. Es sollte das, wenn ihr Zeit habt, mal das ganze Kapitel lesen. Because it will set the context. Weil das der Kontext dessen ist, was wir anschauen. But I want to read you just the last few verses to let you see a scenario. Aber ich möchte nur die letzten paar Verse mit euch lesen, um euch das Szenario mal zu geben. Jeremiah the prophet has been speaking. Jeremia der Prophet hat gesprochen. Every prophecy he has given has come to pass. Jede Prophetie von ihm hat sich erfüllt. The people have not listened. Die Menschen haben nicht zugehört. The kings have ignored his advice. Die Könige haben seinen Rat ignoriert. The judgment of God has come. Gottes Gericht kam. And his life is threatened. Und sein Leben ist bedroht. Then the king, King Zedekiah, asks to speak to him. Dann bittet ihn König Zedekiah, mit ihm zu reden. And he wants Jeremiah to tell him what is God's will. Und er will, dass Jeremia ihm Gottes Willen sagt. So here's the end of the conversation as Jeremiah speaks to him. Und hier ist jetzt das Ende dieses Gesprächs mit Jeremia und dem König. If you have your Bible, you can follow along in Korean or in Spanish or in German. Wenn ihr eure Bibel habt, dann lest bitte selber mit. Let's read it in English from verse 24 to verse 28. Die Verse 24 bis 28. Then Zedekiah said to Jeremiah, "Let no man know about these words, and you will not die. But if the officials hear that I have talked with you, and they come to you and they say to you, 'Tell us now what you said to the king and what the king said to you,' do not hide it from us, and we will not put you to death. Then you are to say to them, 'I was presenting my petition before the king, not to make me return to the house of Jonathan to die there.'" Then all the officials came to Jeremiah, and they questioned him. So he reported them in accordance with all these words which the king had commanded. And they ceased speaking with him, since the conversation had not been overheard. So Jeremiah stayed in the court of the guardhouse until the day that Jerusalem was captured. Now this is a literal case of lie or die. Da geht's buchstäblich um Lüg oder Stirb. He was told by the king to tell a story. Der König hat ihm aufgetragen, eine Geschichte zu erzählen. He was told to keep the facts of what actually happened to himself. Und ihm wurde gesagt, dass er die Tatsache dessen, was passiert ist, für And sich behalten sollte. Und das hat er getan. It's a strange thing, isn't it? Das ist seltsam, oder? We serve a holy God. Wir dienen einem heiligen Gott. Jesus said, "I am the way, the truth, and the life." Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Truth in the Bible is given a great importance and great centrality. In der Bibel da ist Wahrheit was ganz Wichtiges und Zentrales. But God sends us into a world where we're to preach the gospel. Und Gott sendet uns in eine Welt, wo wir das Evangelium predigen sollen. And we go to places where people will reject that. Und wir gehen an Orte, wo die Menschen das zurückweisen. What do we do if they ask us difficult questions? Was tun wir, wenn sie uns schwere Fragen stellen? Now many people have faced similar challenges across time. Viele Menschen sind ähnlichen Herausforderungen gegenübergestanden. Is truth absolute? Ist die Wahrheit absolut? Is it?
What do you think? Was denkt ihr? Because the answer to that question is going to define what choices you make. Denn die Antwort auf diese Frage wird definieren, welche Wahl du triffst. The Bible calls us to high standards of truthfulness. Und die Bibel, die steckt uns hohe Standards, was Wahrhaftigkeit angeht. The Bible says, let your yes be yes and your no be no. Die sagt, lass dein Ja ein Ja sein und dein Nein ein Nein. So you're to walk in integrity. Du sollst in Integrität leben. There's to be moral clarity in your life and in your words and in your deeds. Du brauchst moralische Klarheit in deinem Leben, deinen Worten, deinen Taten. But we live also in a fallen world. Aber wir leben in einer gefallenen Welt. The Bible recognizes that sin affects people, affects structures, affects life. Und die Bibel erkennt an, dass Sünde Menschen, Strukturen und das ganze Leben betrifft. Most of the world that you and I live in functions by moral relativism. Die Welt, die funktioniert überwiegend nach so einem moralischen Relativismus. That means that all views are equally valid or equally false. Das heißt, alle Anschauungen sind irgendwie gleich wertvoll oder gleich falsch. The great danger for many of you. Die große Gefahr für viele ist. A danger that many of you actually modeled yesterday. Eine Gefahr, die viele von euch gestern schon praktisch gezeigt haben. Is that you make your moral choices subjectively. Ist, dass du deine moralischen Entscheidungen subjektiv triffst. You do what you feel like. Du tust, wonach du dich fühlst. If it feels right, I say one thing. If it doesn't feel right, I say something else. Wenn es sich richtig anfühlt, sage ich eine Sache. Wenn nicht, dann sage ich eine andere. And your feelings can't be the basis of your decision making. Und deine Gefühle sollten nicht die Basis für deine Entscheidungen sein. For many years of my early Christian life, viele Jahre, als ich noch jung im Glauben war, I was a part of an OM team, an OM ministry that took literature and materials into communist Europe. Da habe ich zu einem OM-Team gehört, das Literatur nach Osteuropa in Kommunismus geschmuggelt hat. They were in secret compartments. Wir hatten so Geheimfächer. Under the floors, behind the headlights, in the walls, in all kinds of technically clever places. Irgendwie so in der Seite oder im Motorraum oder unten drunter unterm Boden in allen möglichen schlauen Orten versteckt. When you came to the Bible, the borders. Als du dann an die Grenzen kamst. There were three questions we were often asked. Da gab es oft drei Fragen. Do you have drugs? Habt ihr Drogen? Do you have guns? Habt ihr Waffen? Do you have Bibles? Habt ihr Bibeln? That was the questions. Das waren die Fragen. Drugs, guns, Bibles. Drogen, Waffen oder Bibeln? You don't really put them together normally, but that's how the communist border guards did. Wir stellen die Sachen normalerweise nicht zusammen, aber die Kommunisten schon. And so we were faced hard questions. Also standen wir schweren Fragen gegenüber. On several occasions I was actually arrested. Ich wurde mehrmals verhaftet. My vehicle was confiscated. Unser Fahrzeug wurde konfisziert. My team and I went to jail. Mein Team und ich, wir gingen ins Gefängnis. And we spent many days under interrogation. Und wir haben da viele Tage unter Befragung oder in Verhören verbracht. And once they had us, they wanted to know who sent us. Als sie uns hatten, wollten sie wissen, wer uns geschickt Where hat. Where did we get our money? Wo hatten wir unser Geld her? Did we work with the British Secret Service or MI5 or some other agency? Haben wir irgendeinem britischen oder sonstigen Geheimdienst zusammengearbeitet? And I learned very early on, there was only one thing they needed to know. Und ich habe ziemlich schnell gelernt, dass sie nur eine Sache wissen wollten. They had my passport, they knew I was British, they could contact the British Embassy. Die hatten meinen Pass, wussten, dass ich Brite bin, konnten die Botschaft kontaktieren. The only information they needed from me was that Jesus was Lord and I would give them my testimony. That was all they were getting. Das Einzige, was sie von mir noch wissen mussten, war, dass Jesus der Herr ist und ich habe ihnen immer mein Zeugnis gesagt. And it made interrogations a lot easier, trust me. Das hat die Befragungen ziemlich viel einfacher gemacht. Because they get bored pretty quick with that. Weil es ihnen ziemlich schnell langweilig wurde damit. But this is an age of multiculturalism. Aber wir sind in einem Zeitalter von Multikulturalismus. And we live with things like situational ethics. Und wir haben sowas wie situationsbedingte Ethik. You know, we try to make decisions without any foundation for our decisions. Wir treffen Entscheidungen ohne eine ordentliche Basis für diese Entscheidungen zu Let haben. Me show us just one passage. I was going to give you two, but we'll just look at one in 2 Corinthians chapter 5. Ich möchte nur einen Text mit euch anschauen aus 2 Corinthians. 2 Corinthians Brief, Kapitel 5. 2. Korinther 5. Vers 9 bis 10. Verses 9 and 10. And the parallel passages in Romans 14, 9 through 12. I want to include this for a reason. Und Römer 14, 9 bis 12 ist noch eine Parallelstelle dazu. It's important that you realize that your life and my life, we're going to stand one day before the judgment seat of Christ. Es ist wichtig, zu wissen, dass dein Leben und mein Leben sich eines Tages vor dem Richterstuhl Christi verantworten muss. It's not a question of your salvation. Da geht's nicht um deine Errettung. But it's a question that you are going to be evaluated on what you have done with your time, your talents and your life before God. Aber es wird eines Tages ausgewertet werden, was du getan hast mit deiner Zeit, deinem Leben, deinen Talenten. So the choices we make are very, very important.
Die Entscheidungen, die wir treffen, sind sehr, sehr wichtig. And learning to make good moral decisions is very important. Und es ist wichtig, dass wir lernen, gute moralische Entscheidungen zu treffen. 2 Corinthians 5, 9 and 10. 2. Korinther 5, 9 und 10. Therefore also we have as our ambition, whether at home or absent, to be pleasing to him, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may be recompensed for his deeds in the body, according to what he has done, whether good or bad. So this is an appointment that each one of us has. Das ist eine Verabredung, die wir alle haben. So we try then in our life to develop convictions, moral clarity. Wir versuchen in unserem Leben Überzeugungen oder moralische Standpunkte zu entwickeln. What do we mean when we use the word moral absolute? Was meinen wir, wenn wir das Wort moralisch absolute Standards benutzen? Now, I'm not very good with words, so I look up dictionaries when I don't know things. Ich bin nicht so gut mit Worten, deswegen schlage ich oft im Wörterbuch nach, wenn ich was nicht weiß. And here's a definition from a dictionary of Christian ethics. Und ich habe eine Definition aus einem Wörterbuch christlicher Ethik. And this is in your notes, but let's read this. What a moral absolute is. Das habt ihr in euren Notizen, aber ich lese euch trotzdem mal vor, was sowas moralisch absolutes ist. An absolute moral obligation is an objective, not a subjective moral duty. Eine absolute moralische Verpflichtung, das ist eine objektive, nicht eine subjektive moralische Verpflichtung. It's a duty for all persons. Das ist eine Verpflichtung für alle Menschen. It's an eternal, not a temporary obligation. Das ist eine ewige, nicht nur eine zeitliche Verpflichtung. So it's a duty all times. Also eine Verpflichtung für alle Zeiten. It is a universal, not a local obligation. Es ist eine universelle, nicht nur eine lokale Verpflichtung. So it's a duty for all places. Also eine Verpflichtung für alle Orte. Notice these words. Schaut euch diese Worte an. Objective. Objektiv, eternal, ewig, and universal. Und universal. So there is moral absolutes in the universe. Es gibt also im Universum moralisch absolute Standards. And we have to find them. Und wir müssen sie finden. So let's think about this. Schauen wir uns mal Folgendes an. When we're making decisions, we have to find fixed reference points. Wenn wir eine Entscheidung treffen, dann brauchen wir irgendwie so fixe Referenzpunkte. Now I understand from navigation, and there's probably seamen here amongst us. Ich weiß aus der Navigation, wir haben wahrscheinlich ein paar Seeleute unter uns. That to navigate, you need 3 points of reference, isn't that right? Um korrekt zu navigieren, braucht man 3 Bezugspunkte. You need to have a fixed point of reference to get your bearings. Du brauchst einen festen Bezugspunkt, um deinen Standpunkt zu bestimmen. Have any of you ever been in a car? War jemand von euch schon mal in einem Auto? And you're sitting at a traffic light. Ihr steht an der Ampel. You're listening to your music. Hörst Musik. You know, you're dancing to Jesus. And then you look up. Dann schaust du hoch. And something's moving. Und etwas bewegt and sich. You get frightened all of a sudden. Du erschrickst. Did I take my foot off the brake? Is the car moving? Bewegt sich mein Auto? Or are the other cars moving? Oder bewegen sich die anderen Autos? And you panic for just a second. Du hast eine Sekunde lang Panik. And you've lost your bearings. Du hast deine Orientierung verloren. How do you solve it? Wie löst du das? Very simply. Ziemlich einfach. You look for a fixed reference point. Du suchst einen festen Bezugspunkt. You look for something that is not moving so that you can tell whether you are moving or not. Du suchst etwas, das sich nicht bewegt, um zu merken, ob du dich bewegst oder nicht. Now imagine you're at a traffic light. Du stehst an der Ampel. And you are moving. Und du bewegst dich. And the traffic light's moving. Und die Ampel bewegt sich auch. And everything else is moving. Und alles andere bewegt sich auch. And you're trying to get your bearings. Und du versuchst dich irgendwie zu orientieren. Now that would be an earthquake, not reality. Das ist wahrscheinlich ein Erdbeben, keine Realität. But some people's moral world is like that. Aber die moralische Welt mancher Menschen ist so. They try to act as if there is no fixed reference point and they make their own choices in a world that's moving all the time. Die versuchen sich so zu verhalten, als ob es keinen festen Bezugspunkt gibt und treffen ihre eigenen Entscheidungen in einer Welt, die sich ständig bewegt. The reference point for the Christian is the Word of God. Der Bezugspunkt für uns Christen ist das Wort Gottes. Now I don't know how many of you read this book. Ich weiß nicht, wie viele von euch dieses Buch lesen. But let me tell you, you come to OM, you better read this book. Aber wenn du bei OM bist, dann solltest du das besser lesen. You better get to know this God. Du solltest diesen Gott kennenlernen. If you haven't read it all the way through, that's your first commitment. Wenn du es noch nicht ganz durchgelesen hast, ist das deine erste Verpflichtung. That you read it through, not once, not twice, but you keep reading it through. Dass du das durchliest, nicht nur ein oder zweimal, sondern immer you wieder. You soak it up. Dass du es in dich aufsaugst. Because this is God's word for your heart. Das ist Gottes Wort für dein Herz. And this is what you need, not your emotions, not preachers, not ideas. You need God's word. Und du brauchst Gottes Wort, nicht irgendwelche Gefühle, Prediger oder Ideen. So let's turn to Romans chapter 13. Lass uns Römer Kapitel 13 aufschlagen. I understand that part of what we were doing yesterday was talking about authorities, wasn't it? Ein Teil von dem, was wir gestern getan haben, hatte mit Autoritäten zu tun. So what does the Bible have to say about governments? Was sagt die Bibel über Regierungen? Does the Bible have anything? Sagt die da irgendwas drüber? It does, doesn't it?
Ja, schon. Do you know what the Bible says about governments? Wisst ihr, was die Bibel über Regierungen sagt? Did you read Romans 13 before you went through your exercises? Habt ihr Römer 13 vor der Übung gestern gelesen? Let's read Romans 13 in the first 8 verses. Wir lesen Römer Kapitel 13, die Verse 1 bis 8. Romans 13 in verse 1. Let every person be in subjection to the governing authorities. There is no authority except from God, and those which exist are established by God. Therefore, he who resists authority has opposed the ordinance of God. Those who have opposed will receive condemnation upon themselves. For rulers are not a cause of fear for good behavior, but for evil. Do you want to have no fear of authority? Do what is good, and you'll have praise from the same. For it's a minister of God to you for good. But if you do what is evil, be afraid, for it does not bear the sword for nothing. For it's a minister of God, an avenger who practices wrath upon the one who practices evil. Wherefore, it's necessary to be in subjection, not only because of wrath, but for your conscience sake. For because of this, you pay taxes. Rulers are servants of God, devoting themselves to this very thing. Render to all what is due to them. Tax to whom tax is due, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. Owe nothing to anyone except to love one another, for he who loves his neighbor has fulfilled the law. So what does it say here? Was steht da? Just a few observations. Ein paar Beobachtungen. We are to be primarily in subjection, that means to obey the governing authorities. Wir sollten uns in erster Linie den Regierungsautoritäten unterordnen. We need to recognize that authority has been established by God. Wir müssen anerkennen, dass Autorität von Gott eingesetzt wurde. So we need to recognize it and we need to honor it. Wir müssen das anerkennen und ehren. In verse 2 we see that resisting authority brings condemnation. In Vers 2 heißt es, dass den Autoritäten sich zu widersetzen, das bringt Verdammnis. We then learn that rulers are to be a support for good behavior. Dann lernen wir, dass die Herrscher gutes Benehmen unterstützen sollen. And to be a threat against rebellion. Dass sie Rebellion bedrohen sollen. Now we have to consider when the state itself is corrupt and bad, there are issues there, but we won't go into that fully yet. Wenn der Staat an sich korrupt ist, dann haben wir noch ein paar andere Dinge, aber dazu kommen wir später. Now notice in verse 4, Paul says, the state is the minister of God. In Vers 4 schreibt Paulus, dass der Staat ein Diener Gottes ist. And it bears the sword against evil. Dass er das Schwert trägt gegen das Böse. So that's an important issue. This is the governments are a minister of God. Das ist ein wichtiger Punkt. Regierungen sind Diener Gottes. And conscience, not just expediency, und unser Gewissen, nicht nur so kühle Berechnung, demands that we honor the state. Verlangt, dass wir den Staat ehren. So in verse 7 it says, render what is due. In Vers 7 steht, dass wir geben sollen, was ihm gebührt. Who was the reigning government when the Apostle Paul wrote these words? Was war die Regierung, als der Apostel Paulus das schrieb? It was Imperial Rome. Das war das imperialistische Rom. It was the imperial power of Rome, which at this point was persecuting and attacking Christians and destroying them. Das war das Römische Reich, was zur selben Zeit Christen verfolgt und umgebracht hat. So here is the church in the midst of authority that's persecuting them. Hier ist also die Kirche in der Mitte von einer Autorität, die sie verfolgt. And Paul's telling them to obey the government. Und Paulus sagt ihnen, dass sie der Regierung gehorchen sollen. Now he's not alone. Er ist nicht allein. Turn across to 1 Peter. Wir schauen uns 1. Petrus an. 1 Peter chapter 2. 1. Petrus 2. And we'll look at verses 13 through 17, and you hear almost identical things. Die Verse 13 bis 17, und da steht was fast Identisches. 1. Peter 2, verse 13. 1. Petrus 2, Vers 14. Submit yourselves 13. For the Lord's sake to every human institution, whether to a king as the one in authority, or to governors as sent by him for the punishment of evildoers and the praise of those who do right. For such is the will of God, that by doing right you may silence the ignorance of foolish men. Act as free men. Do not use your freedom as a covering for evil. Use it as bond slaves of God. Honor all men, love the brotherhood, fear God, honor the king. So what does it say? Was steht da? Submit yourselves to the governing authorities. Ordne dich den Autoritäten der Regierung unter. Our behavior is to stand out as a contrast in right living. Unser Benehmen soll herausstechen als gerechtes oder richtiges Leben. And we are not to use our freedom to cover up power. To cover up evil, rather. Und wir sollen unsere Freiheit nicht benutzen, um Böses zu verdecken. Now, are there some qualifications to this? Gibt's da bestimmte Voraussetzungen dafür? Yes. Ja. But you begin here. Aber hier fängst du an. You begin with the fact that God has established authority, govern and moral order as a part of his universe. Du fängst mit der Tatsache an, dass Gott Regierungen und moralische Autorität geschaffen hat als Teil seines Universums. But we also have to be very realistic about life, don't we?
Aber wir müssen auch realistisch durchs Leben gehen. We are going out into difficult situations. Wir gehen in schwierige Situationen. Does the Bible recognize difficult situations? Steht in der Bibel was über schwierige Situationen? Let's look at a few stories here. Ich möchte euch ein paar Geschichten erzählen. Living truthfully in a world of power. Wie wir wahrhaftig leben können in einer machtbestimmten Welt. I've included the biblical references for you, but we won't read all the scriptures. Ich habe die Bibelstellen aufgeschrieben, die werden wir nicht alle lesen. In Joshua chapter 2, verses 1 through 7, you have the story of Rahab, the prostitute. In Josua 2, die Verse 1 bis 7, habt ihr die Geschichte von Rahab, der Prostituierten. The spies are sent into the land. Die Spione werden in das Land geschickt. Rahab has heard about this great God. Rahab hat gehört von diesem tollen Gott. She fears for her life. Sie hat Angst um ihr Leben. The spies come and stay in her guest house. Die Spione verstecken sich in ihrem Gästehaus. And then the word gets around the city that these guys are in the city. Dann spricht sich's rum, dass die in der Stadt sind. The king sends to get them arrested. Und der König schickt Leute, um sie zu verhaften. And Rahab covers them up. She hides them. Rahab versteckt sie. And she tells the king's messengers they've already left. They're gone. Sie sagt den Botschaftern des Königs, oh, die sind schon wieder weg. But they're not. They're there. She's hidden them. Aber die sind da. Sie hat sie versteckt. When you turn to the New Testament in James chapter 2 and 24 through 26. Im Neuen Testament in Jakobus 2, die Verse 24 bis 26. She is commended for her faith. Da wird Rahab gelobt wegen ihres Glaubens. Interesting. Interessant. Obey the law. Gehorcht dem Gesetz. Operate in faith. Lebe im Glauben. How do we hold these things together? Wie passen diese Dinge zusammen? Well, just keep it in tension for now. Ich lasse die Spannung mal stehen. Many of you know the prophet Samuel. Viele von euch kennen den Prophet Samuel. The prophet Samuel has anointed Saul as the king. Er hatte Saul als König gesalbt. King Saul turns out to be a disaster. Der war ein ziemlich katastrophaler König. He's a tyrant. Er ist ein Tyrann. And so God sends Samuel to anoint David as a replacement king. Deswegen schickt Gott Samuel, um David als Ersatzkönig zu salben. But as he's going, he's afraid. He knows his life is at stake. Aber während er geht, da hat er Angst um sein Leben. And in 1 Samuel chapter 16, 1. Samuel 16, God says to him, sagt Gott zu ihm, take a sacrifice and tell, if someone asks you, you tell them you're going to offer a sacrifice. Nimm ein Opfertier mit und wenn dich jemand fragt, dann sag ihnen, dass du gehst, um zu opfern. Now he's not going to offer a sacrifice, he does, but he's going to anoint David as king. Er geht nicht in erster Linie, um ein Opfer zu bringen, das macht er zwar auch, aber er geht, um David als König zu salben. The third story I've already told you is the one in Jeremiah, and there's many more actually. Die dritte Geschichte steht in Jeremia, die habe ich euch schon erzählt und so gibt es noch viele. Jeremiah chapter 38, read that tonight. Jeremia 38, lest das doch heute Abend mal. How do we reconcile this? Wie bringen wir das zusammen? A moral God. Ein moralischer a Gott. A moral standard. Ein moralischer Standard. Yet some, shall we say, gray behavior. Und so ein bisschen Benehmen in so einer Grauzone. Well, we still need another piece of data, because we haven't got enough information yet, have we? Wir brauchen noch ein bisschen mehr Informationen. You see, here's a question you have to ask yourself. Ich habe eine Frage, die ihr euch stellen solltet. And I think it's a biblical question. Und ich denke, es ist eine biblische Frage. Whose law is ultimate in the universe? Wessen Gesetz ist das letztgültige im Universum? The end of the Gospel of Matthew, Jesus says, all authority is given to me. Am Ende des Matthäus-Evangeliums sagt Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt. How much authority is that? Wie viel Gewalt oder Autorität ist das? All of it. Alle. It's his. Sie gehört ihm. Now, let's look at a couple of pictures from the Bible. Lass uns ein paar Bilder aus der Bibel anschauen. Many of you know the story. Many of you know are familiar, very familiar with the story of Daniel. Viele von euch kennen wahrscheinlich die Geschichte von Daniel. Let me see. Everybody knows Daniel. Okay. Kennt das jemand? Ja. All right, there's another part of your homework. To read more of Daniel. Das ist noch ein Teil an Hausaufgaben. Lest das mal. Daniel and his friends get into a lot of trouble in the first six chapters of the book. Daniel und seine Freunde haben ständig irgendwelche Schwierigkeiten in den ersten sechs Kapiteln. And you see, the problem is that Daniel starts out becoming a captive to the greatest military power of the time. Das Ganze fängt damit an, dass sie gefangen genommen werden von der größten Militärmacht der Zeit. So he is taken as a child, educated in Babylon University. Daniel wird als Kind mitgenommen und dort erhält er seine Ausbildung in Babylon an der Uni. And he does this for a number of years, and then another greater power conquers them, and the system changes again. Er macht das ein paar Jahre und dann kommt eine andere Großmacht, besiegt die und das ganze System verändert sich. Two different systems. Er lebt in zwei verschiedenen Systemen. And one of the characteristics of both of these systems is how they govern their law. Und eine Charakteristik von beiden Systemen ist, wie ihr Gesetz funktioniert. The first system that Daniel finds himself under.
Das erste System, in dem sich Daniel wiederfindet. The system is what we call Rex Lex. The king is law. Das nennt sich Rex Lex. Der König ist das Gesetz. What does that mean? Was bedeutet das? Exactly what it says. Genau das, was es sagt. The king, anything the king wants, the king gets. Alles, was der König will, kriegt er. Some of your churches live this way, don't they? Manche von euren Gemeinden funktionieren vielleicht so. The king is law. Der König ist das Gesetz. And so the king can arbitrarily say, put up a statue and worship it, or throw the people into the river. Anything goes, as far as the king says. Der König kann völlig willkürlich irgendwas bestimmen, stellt eine Statue auf, schmeißt die Leute in den Fluss, was immer er will, kriegt er. And that's exactly what happens. Und genau das passiert. The king builds a great big image. Die bauen so eine große Götzenstatue auf. Who to? Zu wem? An well, himself, of course, because that's what kings do. Das ist eine Statue für den oder eine Königsstatue. He wants a great big statue. Er will so eine riesenfette Statue. And he wants everybody to worship it. Er will, dass die jeder anbetet. And when they don't, they get thrown in the fire. Wenn nicht, fliegen sie ins Feuer. Rex lex, the king is law. Der König ist das Gesetz. But then God intervenes. Aber dann greift Gott ein. Daniel's friend will not bow to the idol. Daniels Freunde werfen sich nicht vor diesem Götzen nieder. And God intervenes. Und Gott greift ein. Well, so far, so good. So weit, so gut. But then another power takes over. Dann kommt die nächste Großmacht. And this isn't Rex Lex, this is Lex Rex. Da wird aus Rex Lex dann Lex Rex. Lex Rex means the law is king. This is a republic. Das bedeutet, das Gesetz ist der König, das ist eine Republik. And basically those are the two options that human beings seem to think how we do government. Und das sind so die zwei Optionen, wie wir als Menschen unsere Regierung bauen. Either the king is absolute authority. Entweder hat der König absolute Autorität. Or there is one law for everybody, no matter whatever. Oder es gibt ein Gesetz für alle, egal was. It's the European Union. Die Europäische Union. United States of America. Die USA. The law is king. Das Gesetz ist König. One law and everybody equal before the law. Es gibt ein Gesetz und davor sind alle gleich. Laws can enslave you sometimes. Gesetze können uns versklaven. What happens if you pass laws that are bad laws? Was passiert, wenn wir Gesetze haben, die schlecht sind? What happens if those laws destroy life instead of saving life? Was ist, wenn die Gesetze Leben zerstören, statt es zu retten? You see, Daniel is a good man in a system where the law is king. Daniel ist ein guter Mann in einem System, wo das Gesetz König ist. They can't find anything wrong with Daniel. Sie finden nichts Falsches an Daniel. So what do they do? Was machen sie also? They pass a law to frame him. Die bringen ein Gesetz durch, eigentlich nur um ihn dran zu kriegen. They smuggle it in under the nose of the king, who doesn't even understand what they've done. Die schmuggeln es irgendwie rein am König vorbei und er kapiert gar nicht, was sie tun. Will Daniel obey the law? Wird Daniel dem Gesetz gehorchen? All he needs to do is stop worshiping. Er muss nur aufhören, Gott anzubeten. Stop worshiping, but just stop praying in the morning and the evening. Hör einfach auf zu beten morgens und abends. What do you do if someone comes along and says, "Stop praying, or I'll kill you"? Was macht ihr, wenn jemand sagt, hör auf zu beten oder ich bring dich um? Some of you were willing yesterday to say anything just to get across the border. Manche von euch waren gestern bereit, alles zu sagen, nur um über die Grenze zu kommen. Daniel kept on praying. Daniel hat weiter gebetet. The king can't change the law. Why? Der König kann das Gesetz nicht ändern. Because Warum? He was in the Medes and the Persians, the law was absolute. Even the king couldn't change the law. Denn bei den Medern und Persern war das Gesetz absolut. Nicht mal der König durfte das ändern. Daniel obeys. Daniel gehorcht. And God intervenes. Und Gott greift ein. Two systems. Zwei Systeme. And in both systems, what do we learn in the book of Daniel? Und was lernen wir über beide Systeme im Buch Daniel? There is a higher power and a higher law in the universe than any government of man. Es gibt eine höhere Macht und ein höheres Gesetz im Universum über allen menschlichen Regierungen. Now we see that in the New Testament, don't you? Das sehen wir auch im Neuen Testament. You remember when the apostles were brought before the Sanhedrin? Was passiert, als die Apostel vor dem Hohen Rat standen? Acts chapter 4, verse 19, Acts chapter 5, verse 29. Apostelgeschichte 4, 19 oder 5, 29. They were forbidden to preach the gospel and they said, in this case, we must obey God rather than men. Ihnen wurde verboten, das Evangelium zu predigen, und sie haben gesagt, wir müssen Gott mehr gehorchen als Menschen. Now hear this very carefully here. Hört mal vorsichtig gut zu. This did not mean they were disobeying every and any law. Das heißt nicht, dass sie gegen alle und jede Gesetze verstoßen hatten. It didn't mean that they rushed out to break the speed limit in their chariots. Die sind nicht da rausgegangen und haben irgendwie die Geschwindigkeitsbegrenzung übergangen in ihren Kutschen. It didn't mean that they basically stopped paying taxes. Sie haben nicht aufgehört, Steuern zu zahlen. But when they were told they could not preach the gospel, in that instance, they said we must obey God rather than man. Aber als ihnen verboten wurde, das Evangelium zu predigen, haben sie gesagt, in diesem Fall müssen wir Gott mehr gehorchen als Menschen. So think with me now a little bit. Let's just tease this out a little bit. Denk mal ein bisschen nach mit mir. We are moral men and women trying to live in an amoral world.
Wir sind moralische Männer und Frauen, die versuchen in einer Welt ohne Moral zu leben. And being a Christian has a high cost these days. Christsein kostet heutzutage ziemlich viel. Thank God our Korean brothers and sisters were let go. Wir danken Gott, dass unsere koreanischen Brüder und Schwestern frei sind. But some of them have already paid the price. Some of them are already murdered. Aber manche von ihnen haben den Preis bezahlt, die wurden umgebracht. And we know that around the world this is going to happen more and more. Und das wird überall auf der Welt mehr und mehr passieren. But we have to be wise as serpents and harmless as doves. Wir sollen weise sein wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. So let me give you some principles you need to think about. Ich habe ein paar Prinzipien, über die ihr nachdenken könnt. First of all this. Folgendes. Exceptions cannot be made the rules. Ausnahmen sollten nicht zur Regel gemacht werden. Why do I say that? Warum sage ich das? Because the tendency of the fallen heart is to make an exception into the norm. Denn die Tendenz des gefallenen Herzens ist es, eine Ausnahme zu nehmen und sie zur Regel zu machen. An exception is just that. It's an exception. Eine Ausnahme ist genau das, eine Ausnahme. Let me give you an example. Ich habe ein Beispiel. For many years we transported hundreds of thousands of Bibles, literally, into Russia, Bulgaria, Czechoslovakia, and all of those countries. Wir haben jahrelang wirklich hunderttausende Bibel nach Russland, Bulgarien, in die Tschechoslowakei und in all diese Länder geschmuggelt. Those books were smuggled through what we call the Iron Curtain. Wir mussten die durch den eisernen Vorhang schmuggeln. But to bring those books into Austria, where the teams were based, aber um die nach Österreich zu bringen, wo wir unsere Basis hatten als Team, cost an awful lot of money. Es hat richtig viel Geld gekostet. It was costing us tens of thousands of dollars to pay customs duty in Austria. Es hat zehntausende Dollar verschlungen, da die Zollgebühr zu bezahlen in Österreich. And so there was a logic to this. Und es hatte dann eine Logik. There were people in the OM team who felt this. Wir hatten Menschen im Team, die haben sich folgendermaßen gefühlt. Money is important in the kingdom of God. Die haben gemerkt, Geld ist wichtig im Königreich Gottes. We need every dollar for the kingdom of God. Wir brauchen jeden Dollar für das Reich Gottes. And so we don't want to pay money to the Austrian government when this literature is going into Eastern Europe. Und wir wollen eigentlich der österreichischen Regierung kein Geld zahlen, wenn die Literatur eigentlich nach Osteuropa soll. And so there was a big discussion. Shouldn't we just smuggle the Bibles right through Austria and on into, Eastern Europe. Wir hatten eine große Diskussion, ob wir die Bibel nicht schon nach Österreich einfach reinschmuggeln sollen und einfach weiter nach Osteuropa. But our team leader said absolutely not. Unser Teamleiter hat gesagt absolut nicht. And he said the day that we do something like that, he resigns and he closes the work down. Er hat gesagt, sobald wir anfangen sowas zu tun, wird er zurücktreten und die Arbeit schließen. Because there was a reason why we were doing it in Eastern Europe. There was no reason to do that in Austria. Es gab in Osteuropa einen Grund, warum wir geschmuggelt haben, aber es gab keinen Grund, das in Österreich so zu machen. So we couldn't make the moral exception that we were crossing a border concealing something the norm in Western Europe or in other places for that matter. Und diese Ausnahme, dass wir etwas über eine Grenze schmuggeln, etwas verstecken, die durften wir nicht zur Regel machen und andere Sachen nach Österreich schmuggeln. Which raises the next question, the question of our motivation. Das bringt uns zur nächsten Frage, die Frage nach unserer Motivation. Now, some of you have never done any reading and you need to do reading on this. Manche von euch haben vielleicht noch nie was nachgelesen, das müsst ihr aber jetzt mal machen. Read books. Lest Bücher. Read good books. Lest gute Bücher. A lot of the Christian literature today is quite simply trash. I'm sorry, but I think it really is. Viele christliche Literatur heutzutage ist ziemlicher Müll, tut mir leid, aber das glaube ich. Read books that make you think. Lest Bücher, die euch zum Denken anregen. Read books that challenge your values, your beliefs and force you to think. Lest Bücher, die euren Glauben, eure Werte herausfordern, die euch zum Denken zwingen. Read books by men and women who have paid a price for what they've believed. Lest Bücher von Autoren, die einen Preis dafür bezahlen mussten, was sie glauben. Some of the people that I've most enjoyed writing, the writings of Dietrich Bonhoeffer. Ich lese sehr gern Dietrich Bonhoeffer. Executed by the Nazis. Wurde umgebracht von den Nazis. Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand. Put in prison by the Romanian communist authorities. Wurde in Rumänien von den Kommunisten ins Gefängnis geworfen. Alexander Solzhenitsyn. Alexander Solzhenitsyn. Or Václav Havel, who used to be the president of the Czech Republic. Václav Havel, früherer Präsident von der Tschechei. We learn a lot about truth and motivation from these books. Wir lernen aus diesen Büchern viel über Wahrheit und über Beweggründe. You see, what is the highest motivation for the Christian? Was ist für uns als Christen so die höchste Motivation? 1 Corinthians chapter 10, verse 31 says this. In 1. Korinther 10, 31 steht folgendes. Whatsoever things you do, do all to the glory of God. Was auch immer ihr tut, das tut zur Ehre Gottes. But you see, many of us, that's not even on our radar. Für viele von uns ist das nicht mal auf unserem Radarschirm. What's your motivation? Was ist deine Motivation? When we come to a border, when we face some difficult person, when we're asked a hard question. Wenn wir an der Grenze stehen, schweren Menschen gegenüberstehen, schweren Fragen. Is it just expediency? Geht es dann nur so um unsere Berechnung oder dass es mir gut tut? Now I realize that some of this might seem a bit sharp, but I want you to hear this. Manches von dem hört sich jetzt vielleicht ziemlich hart an, aber ich will, dass ihr das hört.
Most of you are sincere. Die meisten von euch meinen es ernst. Many of you are genuine. Vielen von euch meinen es wirklich echt But und ehrlich. Some of you are just Christian tourists. Und manche von euch sind vielleicht einfach nur christliche Touristen. You come on OM because you just want to have fun. Ihr seid bei OM, weil ihr Spaß haben wollt. Want to see the world. Ihr wollt die Welt sehen. Want to get out there with all these young people and do some stuff. Wollt mit all diesen jungen Leuten rausgehen und ein paar Dinge anstellen. And God is going to get you. Aber Gott wird dich irgendwann kriegen. I don't mean he's going to hurt you. Ich sag nicht, er wird dich verletzen. But he's going to work in your life to, for you to have a wake-up call. Aber er wird in deinem Leben arbeiten und wird dich aufwecken. This isn't a game. Das ist kein Spiel. This is life and death, brothers and sisters. Hier geht's um Leben oder Tod. You're handling the message of life. Ihr geht mit der Botschaft des Lebens um. And you better do it with reverence and honor. Und ich möchte, dass ihr das mit Ehrfurcht und Ehre tut. Don't play with the things of God. Spiel nicht mit Gottes Angelegenheiten. And don't play at mission. Und spiel nicht in der Mission. Is it a case of making an exception for a justifiable reason? Is that why we're making the hard choice? Ist eine harte Wahl, wenn wir aus gutem Grund eine Ausnahme machen müssen? Is the goal truly to honor God, to protect others, or to attain a higher good? Ist unser Ziel wirklich, Gott zu ehren, andere zu schützen oder für einen höheren Zweck zu arbeiten? You see, when I make a choice, my choices have consequences. Wenn ich eine Wahl treffe, dann hat das Konsequenzen. And am I willing to live with the consequences of my choice? Und bin ich bereit, mit den Konsequenzen meiner Entscheidung zu leben? Which brings me to my third issue here. Da komme ich zum dritten Thema hier. There are different ways to submit to the law. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich dem Gesetz unterzuordnen. You can submit to the law by obeying it or trying to obey it perfectly. Du kannst dich unter das Gesetz unterordnen und versuchen, perfekt gehorsam zu sein. You can also submit to the law when you submit to pay the penalty of disobeying it. Willfully. Und du ordnest dich im Gesetz auch unter, wenn du bereit bist, den Preis für bewussten Ungehorsam auf dich zu nehmen. In Acts chapter 20, verses 22 through 24. Apostelgeschichte 20, die Verse 22 bis 24. In Acts 21, 9 through 14, you see what the church did. Kapitel 21, 9 bis 14, da seht ihr, was die Gemeinde getan hat. Can I tell you another short-term story of an OMer? Ich habe noch eine Kurzgeschichte von einem OMer. I used to send teams into the Eastern Europe during the communist years as well. Ich habe während des Kommunismus auch Teams nach Osteuropa geschickt. And I remember we recruited this guy. Someone had got this guy. He was a Canadian and he should really never have come on mission, trust me. Und irgendjemand hat so einen Kanadier angeschleppt, der eigentlich in der Mission überhaupt nichts zu suchen hatte. He was out to get those commies. Er hat es auf die Kommunisten abgesehen gehabt. Now we should have seen the red lights, but we missed it. He sneaked through the system as OM sometimes does that. Wir hätten eigentlich die Warnlichter sehen sollen, aber irgendwie haben wir ihn trotzdem durchgelassen. He goes off to share the gospel. He's giving out literature in these teams. Und er ist dann rausgegangen, um das Evangelium weiterzugeben, Literatur zu verteilen. And he gets caught. Und er wird erwischt. And he gets arrested and he thinks he can lie his way out of this thing. Er wurde verhaftet und er hat gedacht, er kann sich da irgendwie rauswinden, indem er lügt. So he told all kinds of stories to the communist authorities. Er hat ihnen alle möglichen Geschichten erzählt. And then they would come back a half an hour later and ask him questions and he couldn't remember the first lie, so he was caught out in all his lies. Dann haben sie immer weiter gefragt, nach einer halben Stunde wusste er seine ersten Lügen nicht mehr und sie haben ihn natürlich erwischt, dass er sich angelogen hat. And being that he was in central Bosnia as it is today. Das war im heutigen Bosnien. When you lie to policemen, wenn du Polizisten anlügst, and when you get aggressive with policemen, wenn du aggressiv wirst gegenüber Polizisten, and when you start shouting at policemen, wenn du anfängst Polizisten anzuschreien, they had means of subduing him. Die hatten dann so ihre Möglichkeiten, um ihn zur Ruhe zu bringen. With rubber truncheons. Die haben ihn geschlagen. Ja, genau, die haben geschlagen mit so Gummiknüppeln. And he was beaten. Die haben ihn geschlagen. Quite badly. Ziemlich übel. Now, after about 15 days, they realized he had nothing to say and nothing to. They let him go. Nach ungefähr 15 Tagen haben sie gemerkt, er hat einfach nichts zu sagen und haben ihn freigelassen. And I asked him, how did it go? Ich habe ihn gefragt, wie es ging. It's total disaster. Es war ein absolutes Desaster. God had let him down. God had done all these things. Gott hat mich verlassen. Gott hat mir alles angetan. So, did you ever think of pray about it? Ich habe gesagt, hast du jemals darüber gebetet? Did you give your testimony? Not that he had much one left by the time he had lied so much. Hast du mal dein Zeugnis erzählt? And he went away broken. Und er ging ziemlich zerbrochen weg. And I prayed for him for some time, and it was about 6 or 7 months later when he finally said he accepted what God had done. Ich habe eine Zeit für ihn gebetet und so nach 6-7 Monaten konnte er endlich annehmen, was Gott da getan hatte. You see, he came to play mission as a game. Er kam, um so ein Missionsspiel zu spielen. He did not count the cost before he came. Er hat vorher nicht die Kosten überschlagen. And he wasn't ready for what he had to face. Und er war nicht bereit für das, was dann kam. Are you? Bist du's? It's not all heavy. Es ist nicht immer nur schwer. But it might be. Aber es kann schon sein. So get ready.
Also seid bereit. A God-honoring life. Ein Leben, das Gott ehrt. I've left a couple of passages. You can look at Psalm 119 on your own, but let's just read 2 Corinthians chapter 5 and verse 9. 2. Korinther 5, Vers 9. Psalm 119 dürft ihr selber mal lesen. We want to live lives that honor God, don't we? Wir möchten ein Leben leben, das Gott ehrt. Yes? Ja. Yes? We want to glorify God in everything. Ihr möchtet Gott Ehre machen in allem. 2. Corinthians 5, Vers 9. Let's listen to these great words from the Apostle. 2. Korinther 5, Vers 9. Therefore we have as our ambition, whether at home or absent, to be pleasing to him. So we want to please God. Wir möchten Gott Ehre machen. And that means doing, getting into the love of God that is costly love. Und das heißt, dass wir Gottes Liebe, die wirklich kostbar ist, die was kostet, the greatest issue the Christian life calls us to is to love God with all your heart, your soul, your mind and your strength. Das größte Verlangen des christlichen Lebens ist, Gott zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all unserer Kraft. It's not a sentimental love. Das ist keine sentimentale Liebe. It's a love that is shaped by the cross. Das ist eine Liebe, die vom Kreuz geformt wird. It's a love that is shaped by sacrifice, by commitment, by willingness to surrender totally to Jesus Christ. Das ist eine Liebe, die geformt wird durch Opfer, durch Hingabe, durch die Bereitschaft, sich Jesus voll und ganz unterzuordnen. And Jesus said, if you love me, keep my commandments. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. So step one, let's turn to 2 Timothy. Schritt 1, wir lesen 2. Many of you know this, but I want us to hear these words tonight. Viele von euch wissen das, aber ich will, dass ihr das nochmal hört heute Abend. To put the Bible front and center in your life. Dass die Bibel wirklich als erstes in eurem Leben steht. Every day of the week, every week of the year, the scriptures are breathing in with the wisdom of God to your soul. Dass wirklich jeden Tag, jedes Jahres ihr die Weisheit der Bibel in eure Seele aufnehmt. In 2 Timothy 3, 16 and 17. 2. Timotheus 3, 16 und 17. All scripture is inspired by God, is profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, that the man of God may be adequate, equipped for every good work. That means that scripture, it becomes the foundation of my decisions. Das bedeutet, dass die Bibel die Grundlage für meine Entscheidungen wird. So step one is studying the Word of God. Schritt 1 ist Gottes Wort studieren. But step 2 is this. Schritt 2 ist folgendes. I need to develop my conscience. Ich muss mein Gewissen entwickeln. When I came to OM, I told you I'd come from being a bouncer in a dance hall. Vor OM war ich ein Rausschmeißer in einer Disco. Now, bouncers aren't famous for having good consciences. Die haben nicht unbedingt immer so ein gutes Gewissen. I didn't know what was right and wrong in all kinds of areas. Ich wusste auf ganz vielen Gebieten nicht, was richtig oder my falsch ist. My conscience needed education. Mein Gewissen brauchte Erziehung. How do you educate your conscience? Und wie entwickelst du denn dein Gewissen? With God's word. Mit Gottes Wort. Memorizing scripture. Die Bibel auswendig lernen. Learning what the right thing and wrong thing to do is in many circumstances. Und lernen, was richtig oder falsch ist in vielen Situationen. Your conscience becomes an inner alarm clock to help you do what is right and wrong. Dein Gewissen wird wie so ein innerer Wecker, der dir hilft zu tun, was richtig oder falsch ist. So that we don't violate our conscience. Damit wir nicht gegen unser Gewissen verstoßen. So that our conscience helps us in line with God's word to live from the inside out. Damit uns unser Gewissen hilft, im Einklang mit Gottes Wort von innen nach außen zu leben. But the third issue is context. Und das dritte Thema ist Kontext oder der Zusammenhang. Not all countries are closed, and not all countries are as closed as some other countries. Nicht alle Länder sind verschlossen und nicht alle Länder sind gleich verschlossen. So what's the context? What is it that we're facing? Was ist der Kontext, dem wir gegenüberstehen? If we're going to face difficult circumstances, the number one issue is to pray. Wenn wir in schwierigen Situationen stecken, ist das allererste zu beten. In James chapter 1, verses 5 through 7. Kapitel 1, die Verse 5 bis 7. It says, if any man lacks wisdom, let him ask of God. Das sagt, wenn es jemand an Weisheit mangelt, dann soll er Gott bitten. You know, you can do all kinds of creative things at borders without telling lies. Du kannst alle möglichen kreativen Dinge tun an der Grenze, ohne zu lügen. You can redirect people's attention. You don't have to give them the whole truth. Du kannst die Aufmerksamkeit ablenken, musst ihnen nicht die ganze Wahrheit geben. You can ask questions. Du kannst Fragen stellen. You can do all kinds of creative things without actually having to tell a lie. Du kannst alle möglichen kreativen Dinge tun, ohne dass du lügen musst. But the thing is to pray and ask God to give us wisdom and opportunity to do the right thing when we're in these situations. Wir müssen beten, dass Gott uns Weisheit gibt, die richtigen Dinge in so einer Situation zu tun. Can I ask you where obedience comes in your value scale? Wo auf deiner Werteliste steht ein Gehorsam? Obedience is very important in the Christian life, isn't it? Gehorsam ist ziemlich wichtig im Leben als Christ. Now, many of you are a lot younger than I am, as you can see. Viele von euch sind, wie ihr sehen könnt, einiges jünger als ich. I am 50 now. Ich bin 50. I came to OM when I was in my 21, 22. Ich kam mit 21, 22 zu OM. So there's a few years under the bridge.
Ist schon ein paar Jahre her. But you know, as I have walked in this journey, aber auf dieser Reise, there's been a change in culture. That's okay. That happened. It happened with our generation that came in after the ones that came before us. Da hat sich die Kultur verändert. Das ist okay. Die Generationen sind halt anders. Your age is very different from the age that I grew up in. Und so euer Aufwachsen ist ziemlich anders wie die Zeit, in der ich aufwuchs. Obedience is not always as high in this generation as it was in some earlier generations. Ich weiß, dass Gehorsam in dieser Generation nicht immer so einen hohen Stellenwert hat wie in früheren. Now that doesn't mean to say that we become legalists or we become all uptight. I'm not suggesting that. Das heißt nicht, dass wir jetzt unbedingt alle legalistisch sein müssen. But listen to 1 John chapter 2. Aber hört mal 1. Johannes Kapitel 2 Vers 3 bis 6. Verses 3 to 6. Thank you. Verse 3 through 6, yes, for the first 2, 3 through 6. By this we know that we have come to know him if we keep his commandments. The one who says, I have come to know him and does not keep his commandments is a liar, and the truth is not in him. Whoever keeps his word, in him the love of God has truly been perfected. By this we know that we are in him. The one who says he abides in him ought himself to walk in the same manner as he walked. Jesus calls us to a high standard. Jesus setzt einen hohen Standard für uns. We're called to live by faith. Wir sollen im Glauben leben. We're called to seek first the kingdom of God. Wir sind berufen, das Königreich Gottes als allererstes zu suchen. We're called to go into the hard places of this world. Wir sollen in die harten Orte der Welt gehen. And in Luke chapter 14, Jesus says, count the cost. In Lukas 14 sagt Jesus, dass wir den Preis überschlagen müssen. There's a cost to be paid. Es gibt einen Preis, den wir zahlen müssen. Don't think about the cost once you get there. Count the cost before you get there. Mach dir darüber nicht erst Gedanken, wenn du da bist, sondern bevor du überhaupt gehst. Moral choices are hard. Moralische Entscheidungen sind hart. And some of us are going to live all of our life in our home countries, and some of the moral choices will be easier than maybe if you're in a harder place. Und wenn du dein ganzes Leben in deinem Heimatland lebst, sind vielleicht manche dieser Entscheidungen leichter als woanders. I remember the story. An American pastor from California came to visit us. Ein amerikanischer Pastor aus Kalifornien hat uns mal besucht. He found out that one of the girls was smuggling Bibles into Eastern Europe. Er hat herausgekriegt, dass eine Frau Bibeln nach Osteuropa geschmuggelt hat. So he wanted to confront me to let me know that what we were doing was morally wrong. Er wollte mich konfrontieren, um mir zu sagen, dass das, was wir tun, moralisch verwerflich and ist. And I listened to his arguments. Ich habe mir seine Argumente angehört. And I listened to his heart. Ich habe mir sein Herz and angehört. I understood where he was coming from. Ich habe verstanden, wo er herkommt. And I said, we agree to disagree. Und ich habe gesagt, wir einigen uns darauf, uns nicht zu einigen. Because I was thinking just about a story I'd heard the week previously about Pastor Richard Wurmbrand. Denn ich hatte die Woche vorher eine Geschichte über den Pastor Richard Wurmbrand gehört. Who had been tortured in the prison. Der wurde gefoltert im Gefängnis. And when he was tortured to give up some information, he had told basically a lie. He told them he would not give the information to those who were torturing him. Und als er da gefoltert wurde und die wollten eine bestimmte Information von ihm, hat er ihnen einfach gesagt, er wird ihnen diese Information nicht rausgeben. Both these men were doing this according to their conscience. Und diese beiden Männer haben ihrem Gewissen gefolgt. One would never cross a border with literature because his conscience wouldn't allow him. Der eine wäre nie mit Literatur über irgendeine Grenze gegangen, weil ihm das sein Gewissen nicht erlaubt. One would not sacrifice brothers and sisters because his conscience wouldn't allow him. Und der andere hatte nie Brüder oder Schwestern geopfert, weil es sein Gewissen nicht erlaubt hat. Wenn du in einen Ort gehst, wo du solche Entscheidungen treffen musst, musst du das durchdenken. So, that's it. Das ist es. And this is the last point. Das ist der letzte Punkt. You have to resolve the issue before you go. Ihr müsst dieses Thema lösen, bevor ihr geht. Most of you are not going into closed countries. Die meisten von euch gehen nicht in solche verschlossenen Länder. So it doesn't affect everybody. Das betrifft also nicht jeden. But at some point in your life, you may. Aber vielleicht würdest du es irgendwann später mal. And the issue is to settle this before you go, not as you go. Und du solltest dieses Problem vorher lösen, nicht während du gehst. There are two extremes in moral thinking. Im moralischen Denken gibt es zwei Extreme. One is to have a casual approach where nothing matters. Que sera, sera, whatever will be, will be. Das eine ist so eine lockere Herangehensweise, ist eh alles wurscht, was passiert, passiert halt. The other is to have a hypersensitive approach where everything is a sin and I can't do anything. Und das andere ist so eine übersensible Herangehensweise, wo alles eine Sünde ist und man gar nichts darf. And somewhere in between you all lie in this room. Und irgendwo dazwischen steht ihr alle. You need to sort this out. Ihr müsst das für euch klarkriegen. So that's your homework assignment. Das ist eure Hausaufgabe. It might not be an answer. Das ist vielleicht keine Antwort. But it can be the beginning of an answer. Aber vielleicht ist es der Anfang einer Antwort. Because you stand before God and I stand before God. Denn du stehst vor Gott und ich stehe vor Gott. You're going to have to account for your life, not me. Du musst eines Tages Rechenschaft über dein Leben abgeben, and nicht my ich. Prayer for you mein Gebet für euch is that you can say, ist, dass ihr sagen könnt, thy word have I hid in my heart.
Ich halte dein Wort in meinem Herzen. That I might not sin against you. Damit ich nicht gegen dich sündige. And you'll do what God commands. Dass du tust, was Gott befiehlt. Yes? Ja? Let's pray. Lass uns beten. Lord, thank you for these young men and young women. Herr, danke für diese jungen Männer und Frauen. Thank you for their passion for the cross. Danke für ihre Leidenschaft für das Kreuz. Thank you that they are here willing to serve and to follow. Danke, dass sie hier sind, um dir zu dienen und dir zu folgen. Give them wisdom and insight and skill. Gib ihnen Weisheit und Verständnis. Give them courage and passion. Gib ihnen Mut und Leidenschaft. Protect them and keep them. Schütze sie, bewahre sie. Use them to touch other lives for Jesus Christ. Gebrauche sie, um das Leben anderer zu berühren für dich. And may the blessing of the Lord be upon them. Möge dein Segen mit ihnen gehen. May they go forth with courage and hope. Mögen sie mit Mut und Hoffnung gehen. And may we learn to glorify and honor you in everything. Mögen wir lernen, dich in allem zu ehren. For Jesus' sake we ask. Um deines Willens bitten wir. Amen. Amen.